So, jetzt habe ich bestimmt, dann raus hat Josh bestimmt irgendein cooles Thumbnail gemacht. So, Baustelle. Oh! Nö, ach nee, muss ich jetzt da rausholen. Nee, warte. Ich krieg das hin. Ich finde das gut, dass man in die Höhe wechselt, wenn man über den anderen Führer. So, komm, ich hol mal kurz mal meine mittlere Schaufel. Guck mal. Ach, das schafft er echt. Guck mal, so, ist schon Gras über die Sache gewachsen. Den zweiten Pritschenwagen haben, ja. Ja, wir haben echt genau die Hälfte halt ausgepackert. Ja. Achso, gut, das ist der Pritschenwagen. Ist noch lange nicht fertig, aber gut, das Spiel. Ja, sagt, wir sind einfach zu gut für das Spiel. Ja, wir sind echt zu gut für das Spiel. Mhm, ihr seid einfach die geilsten. Ah, ja. Oh ja, ja. Hey, wir hatten da klaue ich den anderen jetzt den Pritschenwagen. Hey, du warst doch gar nicht runter, das weißt du schon. Nee, ich war noch nicht runter, aber. Das ist die nächste Aufgabe, Carsten, hier. Ja, dann nimm mal die zwei Rohre, die da Generator hinten besorgen. Zwei Rohre, die da hinten sind? Ja, die sind da hinten an der Verladestation. Wir bräuchten. Habt ihr jetzt beide Pritschenwagen in Einsatz? Ja, wir brauchen einen. Ja, die dürfen das, wir nicht. Da habt ihr wohl Pech gehabt. Wie habt ihr wohl Pech gehabt? Ja, wir sind unproduktiv. Ja, wir brauchen. Ja, wir brauchen. Ja, wir brauchen auch. Ja, wir brauchen. Pass auf, ich bring mal eben die Sachen weg und dann könnt ihr den haben hier. Oder? Guck mal, oder wir machen das anders. Guck mal, was die alles machen. Die sind mein Baustoffhändler. Also der. Boah, der hat grandiose 4 Sachen auf den. Boah. Ja, aber guck dir mal an, die Rohre, da geht nicht mehr und so. Sag mal, mach James, du das ja mal. James, was macht denn der Aktionsbären? Was musst du da noch einladen? James, die Rohre oder was? Ich muss Rohre aufladen. James. Und die roten Rohre dann noch. Herr Chakotin. Wo ist der kleine Pritschenwagen eigentlich hingekommen? Weg. Wie weg? Aber der wurde verkauft. Der weg. Eine echt? Sperre können wir den noch einkaufen? Oder Jürgen, können wir das nicht alles auf die... Ich wollte gerade fragen, können wir das nicht auf die Tiefladerzugmaschine aufladen? Aber da ist auch was drauf. Ja. Ich habe hier den Mobilkran. Ich hätte nämlich sonst gedacht, sonst nehmen wir Mobilkran und Pritschenwagen. Du hast den Mobilkran? Nee. Den brauchen wir jetzt. Ach ja, was braucht der denn noch alles? Ja, für die Rohre. Für die Rohre. Und den Kran. Dann nimmt er den Pritschenwagen noch mit Kran. Ja, aber die Rohre, die kann ich doch mit dem Pritschenwagen... Ich bin ein Zug. Ich bin ein Zug. Warte mal, wo bist du drin? Ich bin ein Zug. In dem Mobilkran. Mobilkran. Hä, wo will der denn mich denn jetzt? Oh, das ist ein Zug. Baustelle 2 wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, die Endekarte hier. Jürgen, du bist ein Zug. Ja, ich bin ein Zug. Fahr doch mal zur Schleuse. ich fahr jetzt einfach mal hier. Ah. Die Schienen sind sehr uneben. Aber hier wird noch ordentlich gedieselt hier ohne Oberleitung. Mhm. Oder gedampflockt. Boah, ich habe heute... Carsten, ich habe heute mal versucht, mich Dampflok fahren und so. Echt? Ja, ja. Hast du damals eigentlich auch so heizen müssen? Also mit Ding befeuern und Wasser einfüllen. Aber was du nicht machen darfst, ist, du musst den Kessel zumachen, wenn du in den Tunnel reinfährst. Echt? Mhm, sonst explodierst du quasi. Echt jetzt? Autsch. Ja. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ach, ich hab das gar nicht mehr installiert. Warum bin ich denn jetzt hier an der Baustelle? Das zweimal gekommen ist. Tödlicher Feuerrückstoß. Ja, genau. Ein Glück hatte ich das halt bei der Aufnahme. Wieso bin ich denn jetzt bei der falschen Baustelle? Welcher Idiot hat denn hier? Oh, Mann. Oh, hier ist die Karte zu Ende. The end of the card. Wo ist denn die andere Baustelle? Hier meine Turmdrehkran. Die andere Baustelle, die ist woanders, Carsten. Oh, kann ich eigentlich mit dem Kran vom Baustoffhändler Sachen bis hierher transportieren? Komm, probier mal. Ah, da vorne sind noch andere Kräne. Das sind gleiche Spezies, mit denen kann ich mich bestimmt paaren, da werde ich bestimmt länger. Wo sind andere Kräne? Ich habe keine komischen Gedanken. Das ist normal. James, warum stehst du da so rum? Scheiße. Weil ein Teil meiner Ladung nicht korrekt verladen ist. Was ist das hier? Ladung könnte Hallo? Die Bevölkerung verunsichern. Was denn? Willst du einsteigen oder nee. Was? Ich wollte den Wagen haben. Ja, nimm doch einfach mal den Kran und fahr. Ach, ist auch egal. Ach, guck mal, Josh, haben wir aber schön ausgebaggert hier. Ja, schick, gell? Ja, also, das ist total, habt da toll ausgebaggert. Ach, drauf geschissen. Nee, das ist nur ich halt mit unbefestigter Ladung. Steig doch einfach aus, du faules Stück, und befestige die Ladung. Nee, die war ja nicht korrekt verladen. Jetzt habe ich meine Ladung aber gerade verloren. Oh. Ja, siehst du, guck mal, die laden Profi, nicht korrekt. Ja, und dann, ist echt ein Profi, der Chef. So, ich probiere jetzt mal was. Der hat seinen Titel Chef echt verdient. Ich versenke mal meinen Kranhaken in der Grube. Und ich versenke jetzt den Bagger in der Grube. Kann ich dich eigentlich anhaken? Nee, du hast keinen Hakenpunkt. Schade. Der Julian hat keinen Haken.
bin der Kral. Ja, das ist kein Haken an der Sache. Dürren, hack dich doch mal ein hier. Warte mal. Ja, das bin ich. Ich bin der Haken. Ist auch bescheuert. Ich lebe unter dir. Ach, guck mal, da ist das eine Haus, was wir gebaut haben. Cool. Die grillen gerade. Gesicht abgezogen. Echt? Mit Kranhaken. Mhm. Oh, Stellenarbeiter mit Gesicht abgezogen. Boah. Oh, ich hab mir so den Mund eingehakt und dann, boah. So, Falsch, nee. Mal fest. Ich Horrorspiel braucht. Ja, genau. Wer noch nur, genau. Macht einen Bausimulator, lasst euren Mitarbeiter mit dem Mund zubeißen den Kranhaken und dann zieht hoch. Wenn er nicht mehr festschaltet. Ich kann das jetzt leider nicht mehr anhaken hier. Du hast doch das Licht hier an. Guck mal. Oh, ich hab das Licht angelassen. Warte mal. Ich spawne nochmal neu. Jetzt müssen wir schon ein bisschen Strom. Schon ein bisschen Strom sparen hier. Strom sparen? Hey, nur. Ach so, das Blinklicht dreht sich immer noch. Hey, juhu, Blinklicht. Trag mal den Bagger in die Grube. Ah, da kann ich es anhaben. Da. Ah, da müsst ihr eigentlich schon locker getragen kriegen, hier der Kran. Ihr wollt was tragen? Ja. Ja, wir wollen schon was machen. Emma, Carsten, aber nicht euren Scheiß, sondern unseren Scheiß. Was Carsten, denn? Ich mach dir einen Deal, den du nie ablehnen kannst. Welchen denn? Ja. Du kriegst den Modulkran, hier, den Mobilkran, und wir kriegen einen Pritschenwagen. Ja, das Problem ist nur, dass der Pritschenwagen ja im Moment noch hier belegt ist, ne? Ach, Humbug. Weil da sind ja auch Sachen drin, verstehst du? Humbug. Das glaube ich nicht. So, was müssen wir denn noch alles machen? Ich guck mal nur auf die Aufträge. Vielleicht gibt es da noch Sachen, die wir jetzt schon. Wir sind. Was sind wir echt, Juli? Wir sind Mehrfrau, mehr Familienhaus. Ihr könnt beides machen. Wir können also alles machen. Eine Sache vom Baustoffhändler, noch was vom Baustoffhändler, noch was vom Baustoffhändler, dann noch was. Also, wenn das. Einzige, was wir noch machen müssen, sind 1000 Sachen vom Baustoffhändler zur Baustelle zu transportieren. Ja, dafür brauchen wir einen Pritschenwagen. Nee, dafür brauchen wir 2 Pritschenwagen. So. So, genau. Jetzt sieht es nämlich aus. Baustellenkalkulation ist gemacht. Endlich sagt's mal einer. Ja, endlich sagt's mal einer. Das wird man ja wohl endlich noch sagen dürfen. Endlich traut sich mal einer. Danke, Merkel. Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Was ist das für eins, Chef? Oh, Julian. Ja? Ich hab eine Idee, wo wir hinlaufen. Komm mal her, ich steig grad mal aus. Ich hab was voll Geiles gesehen. Komm mal mit, komm mal raus. Ja. Komm mal raus. Ich hab was Geiles gesehen. Muss ich dir zeigen. Zeig mal. Ah, oh, da müssen wir erstmal reinkommen. Scheiße. Kriegen wir hin. Oh mein Gott. Wir müssen hier da reinkommen, in dieses Haus. Oh. Da rein. Ihr werdet nie fertig mit eurer Baustelle. Ja, liegt daran, dass wir keine Gerätschaften haben. Ihr macht ja nur Mist, macht ihr. Ja, weil wir keine Gerätschaften haben. Oh, zum einen, cool. Der geile Grill. Aber zum anderen, guck das dir mal an. Oh, guck mal, wie geil. Da war die Brücke. Ja. Über 7 Brücken musst du gehen. Das singen könnte er auch. Nee. Ich hab mich gerade nur nicht angestrengt. Arbeiten auch nicht. Hör mal, Chef. Jetzt wird hier aber... Ich fliege. Wir können übers Wasser gehen. Wir sind Jesus, ja? Und wir beide zusammen. Ja. Aber nur wir beide zusammen. Über 7 Brücken musst du gehen. Hey, guck mal, ich fahre hier gerade extrem mit extrem unbefestigter Ladung. Nur wegen uns. Ja. So. Der Carsten sagt eiskalt, ich kann nicht singen, du. Kann ich auch nicht. Ja, sagen. Hammer. Kann ich auch nicht, du. Hammer, oder? Irgendwann sind wir wieder ganz allein. Oh, Sandkasten! Sandkasten! Boah, ja, stell dir mal vor. Oder so? Stell dir mal vor, Josh, wir werden irgendwann mal crouchen Bauarbeiter. Wir nicht. Werdet ihr nicht. Das Sand, oh, das Baustein. Also wenn dann eher Taxifahrer. Nee, Bus. Oh, ich bin über den Zaun gesprungen. Wäre dann schon was Richtiges. Nee, also als ehemaliger Student wird man Taxifahrer. Nee, mit Busfahrer, hab ich gedacht. Das ist Neubaugebiet. Ja, mit unseren OMSI-Kenntnissen, also ja. Da kann man schon mal durchstarten. Ja. Das ist ein Citaro. Das ist ein Citaro, das wissen wir. Der hat ein ZDF-Equalife getrieben. Kriegen wir es im Bridge? Ah, nee, da ist noch was drauf. Nein, da ist noch was drauf, genau. Aber weißt du, der stellt sich penetrant hier vor unserem Haus. Nee, ich befestige die Ladung nicht. Nö, hab ich wieder losgemacht. Ich hab sie dran gemacht. Ich bin ein netter Mensch. Ja, guck mal, der Josh ist ein netter. Der Josh ist ein netter. Wollen wir Betonmischer spielen? Betonmischer! Ich steck dich da rein. Du machst so den Schutt dazu, Wasser dazu, dann drehen wir da um. Ja, mach mal. Will ich sehen. Mach mal. Das ist halt flüpsig. Ja. Oh, nun bin ich jetzt. Das ist Carstens Lache für. Das ist halt der witzig. Ah, ich amüsiere mich aber gerade über euch. Auch wenn ich es nicht sehe.
Es ist doch der Sinn eines Let's Plays, oder? Ja, 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 ist es Unterhaltungskanäle. Ja, mit ja, ja. Wie sagte der Josh noch so schön in seinem Jahrestalk? Ja, bei den Chaoten-Videos, da muss man nicht immer viel nachdenken, das ist einfach Unterhaltung. Ja. Ja. So. Ja, ist ne? es? Ja. Ihr brauchtet jetzt so ein komisches Gerät hier, ne? Im Idealfall zwei, ja, aber wenn ich mir den Finger enthalte, will ich nicht gleich die ganze Hand nehmen. Ja, also genau, wir okay, nehmen einen. Einer ist auch okay. So. Ihr könnt das dann auch selber zusammenbauen, ne? Mhm. Was? Eins oder zwei, welches ist frei? Ich weiß nicht, in welchem ich sitze. Ich katapultiere mich mal rum. So, da ist jetzt Action-Bären drin. Nee. So ein Dreckes! Ja, der ist frei. Ja, dann. So. Kickst du mal aus. Ach so, wir sollen den Kran selber zusammenbauen. Ja, das ist aber schlau. Ja, warte mal. Du kannst das wieder, mach mal. Ja, ich hab ja schon fast alles gemacht. Ist ja jetzt nicht mehr schwer. Sagt er. Geht da eigentlich schon was an den Baustoffhändler oder nicht? Da will ich ja nämlich schon mal hingehen und sagen mal Sachen kaufen. Ja, ja da liegen, liegen schon Sachen, aber für uns. Nee, weil ob da irgendwas steht. Ich gehe schon mal einfach mal zur. Wo haben wir das denn? Ist der Kran, der ist doch gerade noch nicht so eingefahren hier. Ja. Die Rohre müssen auch mit in den markierten Bereich da, ja? Nee, die Rohre müssen da unten rein. Zwischen diese Dinger da. So. Warte dann auf dich mit Ladung. Okay. Haben die einen festen Platz? Ja. Lorenz, ihr könnt euch den Modul, den Mobilkran könnt ihr euch holen. Brauchen wir nicht mehr. Modulkran, den Mobilkran. Ja, nicht. Nee, jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Klappt's nicht, Julian? Doch. Oder was? Kein Problem. Ja, Julian, damit können wir nachher viel besser unser Zeug abladen, als wie mit dem Pritschenkragen, Kran. Bin ich wieder falsch reingefahren, Alter. Wo fahrt ihr denn jetzt mit der Erde hin? Ich fahre ein bisschen raus, weil die Markierung sich ja gleich ändert, mit Sicherheit. Weil der Markierung ändern sich. Wer hat denn bitteschön den... Der arme Gabelstapler, der hat auch Gefühle. Aber da fehlt ja doch die Hälfte. Er hat auch Gefühle. Ich hab den umgefahren. Kann man die nochmal zurücksetzen? Ich geb den einfach zurück. Nee, kann ich gar nicht, scheiße. Kann man denn den nochmal zurücksetzen? Keine Ahnung. Alt F4, glaube ich. Alt F4, glaube ich, ja. Ich konnte mal nochmal fahren. Man kann doch irgendwie Fahrzeuge. Ja, dann ramm ich mal oder so. Irgendwie kann man dich doch zurücksetzen. Geh doch irgendwie. Baustoffhändler Stadt, komm. Hier um. Boah, fahre 1 Kilometer mit Kettenfahrzeugen. Kettenlehrling. Julian, ja. Das haben wir uns verdient, oder? Ja, mit den Gabelstaplern. So. Haben jetzt kaufen wir mal ein bisschen Zeug hier. Geil, der hat so einen Reifen quietschig gehabt. Ja, möchtest du mir mal vorlesen, was wir alles brauchen? Ja, klar doch. Also wir sind ja das teure, wir sind das teure Haus. Also dieses mit dem Mehrfamilienhaus. Nee, wir sind nicht das Neubaugebiet, wir sind das... Guck mal, da hinten ist so ein Idiotenhügel. Mehrfamilienhaus. Oder was ist, soll das genau. Ein Park darstellen? Lies er mal vor. Einmal großer Generator. Eins großer Generator, oder? Was ist das für eins großer Generator? So, einkaufen. So, was brauchen wir denn noch? Dann brauchen wir... Eins Container. Was ist das für eins Container? Au! Was ist denn ein Container? Übrigens mit Q und E kannst Container. Du drehen. Ach, da ist ein Container. Ja, ja, weiß okay. Ich. Weiß, so. Weiß. Was brauchen wir noch? Viermal große Ziegelsteine aus Ton. Viermal große Ziegelsteine aus Ton. Viermal große Ziegelsteine aus Beton. Boah. Geil. Voll die Variation. Geil. Oh ja. Viermal Isoliermaterial. Wir gehen voll pleite. So. Nächstes. Und viermal große Dachpfannen grau. Grau? Ich finde die roten aber schöner, Julia. Die waren grau. Liegt das an mir oder will das da nicht wirklich so rein, wie es soll? Ist jetzt alles jetzt voll? Jetzt ist what he said. Haben wir jetzt eigentlich... Alter Finne, das ist eine ganze Menge. Voll. Ich glaube, also, da fahre ich mal näher ran. Erstmal den großen Generator, du kannst das doch. Mach du mal den großen Generator, ich lade schon mal, ich fange schon mal an, den Rest aufzuladen. Ja, da stellst du den Rest schon mal in Richtung, so dass wir... Ich muss ein bisschen üben, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht mit dem Gabelstapler. Sortierst du den Kram aus, der uns gehört?
Ja, alles, oder? Nee, nein. Ich glaube, da war noch Zeug von den anderen. Ja. Wir haben schon gekauft. Habt ihr da noch, Kinders? Warte, ich komme mal zu euch. Ich habe alles schon gekauft. Also Isoliermaterial, das bin auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wir. Ja, die großen Dachpfannen grau, ja, die sind auch... Also, pass auf. Hier oben diese roten Dinger.